Mädel, Leute, ich bin neu hier. Mir fällt es wirklich schwer dazu sagen, aber ich werde mich von euch verabschieden tun. Auf Twitter, da wird nämlich gegen mich ein wenig geschossen und ich sehe einfach keinen anderen Weg, als es an meinem fetten Arsch vorbeigehen zu lassen. April, April! Mädel, Leute, ich bin neu hier und herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt alle keine Demenz, denn dann solltet ihr euch noch an dieses Video erinnern können. Dieses Video ist mein x-ter Versuch, dich zu erreichen, Rainer. Dieser Aufruf ist für dich. Wenn du einen Weg raus aus der Sklavenmatrix suchst, wir laden dich herzlich nach Portugal ein. So, vor ein paar Jahren haben wir zwei auch dem satanisch-babylonischen Sklavensystem fuck you gesagt. Wir hatten keinen Bock mehr, also wir verstehen, wie du dich fühlst. Das ist eigentlich echt nur eine kurze Ansprache. Es geht nur darum, yo, melde dich, Rainer. Ja, wir haben uns jetzt zusammen getroffen, um gemeinsam an einem besseren System für alle zu arbeiten. Dabei. Ja, ja, ist halt so. Wenn du Lust hast, können wir uns gerne connecten. Schreib mir gerne über hier, über TikTok, über Instagram, über Discord, über Telegram, irgendwas halt. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt von Rainer Lern April-Scherz ist oder nicht, aber ich glaube, er hat das Video, das ist jetzt meine Meinung, ich glaube, er hat das Video sogar mitbekommen. Und jetzt haben wir seinen neuesten Blog. Kurzfassung davon, ist im Unbesiegt-Modus und möchte nach Portugal auswandern. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Madeira-Geschichte mit Drachenlord, Ungespielt, Pipapo und was auch so. Er wollte nämlich vor einem Jahr ungefähr nach Madeira auswandern, um Deutschland zu entfliehen. Und jetzt haben wir es wieder. Madeira gehört zu Portugal, also gelten dort auch die portugiesischen Gesetze logischerweise. Und jetzt möchte Drachenlord wieder nach Portugal auswandern. Letztes Mal, weil Madeira voll geil ist und weil er mit Ungespielt eine Kooperation eingehen möchte. Ja, hier. Doch diesmal möchte er nach Portugal, weil ihm die deutschen Gesetze nicht passen. Die lustige Frau, die wir vorhin gesehen haben, die war wahrscheinlich auf Pilzen, LSD oder sonst was. Denkt ihr irgendwas aus? Denn in Portugal, da sind die Drogengesetze im Gegensatz zu Deutschland ziemlich liberal und entkriminalisiert. Ich kann mir relativ gut vorstellen, dass die beiden in dem Video, also die Frau und der Freund, der irgendwie total bekifft da liegt, möchten, dass Drachenlord mit denen halt im besetzten Haus einzieht und dort dann auch ein paar Pillen einschmeißt oder sowas. Ich bin mir tatsächlich sehr sicher, dass er das hundertprozentig nicht machen wird, aber die Vorstellung allein, die reicht ja schon. Egal, bevor ich mit diesem utopischen Blog hier anfange, möchte ich euch noch sein neuestes TikTok-Video zeigen. Übrigens, das hat keine Musik, also wundert euch nicht, wenn ihr keinen Ton hört. Und es geht los. Ja, das war's schon. Ach, ihr habt mehr erwartet. Okay, da muss ich euch leider enttäuschen. Tut mir leid, tun. Egal, kommen wir zum Blog. Samstag, der 1. April 2023. Drache in Portugal. Drache in Portugal. Mädel, Leute, Servus und Willkommen. Heute möchte ich euch einen Vorschlag machen. Ich möchte eine Weile aus Deutschland abhauen. Fürs Erste stehen 3 Wochen in Planung. Wen das gut läuft, gerne auch mal 3 Monate und dann vielleicht auch irgendwann für immer. Deutschland stinkt mir. Würd mir stinken, wenn ich du wär. Die Gesetze, die Regierung und die viel zu laschen Gesetze und Ignoranz von Mobbing, ob online oder im realen Leben. Ich habe 10 Jahre Mobbing in der Schule hinter mir. Inzwischen sind es auch 10 Jahre Mobbing im Internet und damit sind wir bei mehr als 20 Jahre Mobbing bei meinem Alter von knapp 34. Das bedeutet, ich bin mehr als die Hälfte meines Lebens gemoppelt worden. Alles sagen, das was da alles schon durchgemacht hat, da hält er das auch noch aus und das auch das und das und das und das und bla bla ficken Arsch Hurensohn. Und ich sage, ich kann nicht mehr. Ich schaffe das nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Ich setze nun alles auf eine Karte. Ihr sagt, ich provoziere. Ihr sagt, ich polarisiere. Ihr meint, ich bin der Täter und nicht das Opfer. Dass ich nicht lache. Nach wessen Definition bitte? Hallo, ich lebe in meiner eigenen Welt. Ich hatte nie vor zu provozieren. Aber ich provoziere trotzdem, also spendet mir gefälligst. Ich provoziere, weil ich Dinge anspreche, die andere sauer aufstößt. Wie zum Beispiel Politik und Religion, okay? Ich spreche die wichtigen Themen hier im Leben an, ja? Ich polarisiere, weil ich Sachen sage, die vielen nicht passen. Wie zum Beispiel, wenn Leute mir kein Geld geben. Denn dann sage ich, dass ihr mir gefälligst Geld geben sollt. Also gebt mir gefälligst mal Geld, ihr Typen, ihr.
sie an ihr eigenes Versagen erinnert oder einfach falsch aufgefasst werden. Ich sagte es schon oft. Also, ich zeig euch gerade einen Vogel, hier so Facepalm, so bam, bam, bam. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass ihr versteht, nur für das, was ich sage! Ihr wollt mich scheitern sehen. Warum? Weil ihr es witzig findet. Ausrufezeichen. Ihr wollt mich vernichten, weil ihr darüber lacht. Hahaha. Ihr sagt, ihr hättet an meiner Stelle aufgehört mit den Streams. Und wisst ihr was? Wisst ihr was? Das glaube ich euch sogar. Denn ihr seid nicht der Drache. Ihr habt nicht die Stärke, die ihr braucht, um der Drache zu sein. Ich bin stärker als alle Götter, Dämonen und alles, was sonst so in unseren Ebenen Existenz lebt. Bin ich arrogant? Nein, das ist nur die Wahrheit. Okay, warte. Also, ja, also der wurde heute mehrmals im Bett gesichtet, es entstanden einige Bilder und der hat das auch natürlich, ja, selbstverständlicherweise, weil der dort unterwegs ist, auch auf Schanzenwatch gesehen. Ich glaube, da hat er wieder so einen kleinen Rappel gehabt und dann hat er diesen ganzen Unbesiegt-Monolog, ihr seid schlecht, ich aber nicht, wieder gehalten und sagt ihr halt wieder, ich bin nicht arrogant und dann bringt er halt sowas. Was will er uns wieder erzählen? Dass er das und das nicht ist, aber das ist er halt. Jetzt ist immer das Gleiche, Alter. Und jetzt wäre nach Portugal. Junge, 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 Junge. Ich plane in diesem Monat eine Reise nach Portugal. Für mindestens 3 Wochen für den Anfang. Ich habe vor, in der Zeit im Zelt zu leben. Daher brauche ich nicht so viel Geld wie in Deutschland. Ich habe vor, mir das Land anzuschauen. Ich will vielleicht auch dahin auswandern. Ich brauche dafür grob so... 700 Euro. Ich werde in der Zeit Videos und Streams hochladen für euch. Ja, er braucht dafür nur 700 Euro, also gebt ihm gefälligst 700 Euro und am Ende geht er eh nicht nach Portugal. Weil, wozu auch? Der hat ja die 700 Euro. Ich glaube, die 700 Euro, das ist jetzt meine Meinung, das ist jetzt wirklich das, was ich hier denke. Weil er weiß, dass seine allergrößten Fans seinen Blog ja lesen. Ich glaube, er erhofft sich dadurch, dass die Hater irgendwie in einem Topf schmeißen und dann 700 Euro zusammenkratzen und das ihm halt Drachenlord geben, damit er halt auswandert. Ich glaube, das ist so ein Gedanken, den hier der liebe Rainer Winkler aka Drachenlord hier gerade eben hegt. Ich weiß nicht, was Rainer sich dabei denkt, denn er selbst sagt nach eigener Aussage in seinen Streams, dass er an Nürnberg durch seine Bewährungsauflagen gebunden ist. Also muss er ständig nach Nürnberg. Also hat das hier, dass er für mindestens 3 Wochen nach Portugal gehen möchte, dann für 3 Monate und dann vielleicht für immer. Das hat überhaupt keinen Bestand, weil der nach seiner eigenen Aussage immer nach Nürnberg zurück muss. Und das ist hier der wichtigste Fakt hier. Der möchte immer zurück nach ASB, weil der sich dort einfach verbunden fühlt. Für ihn ist der Beck seine Heimat. Das klingt dämlich, ja? Aber wir reden hier von Drachenlord. Und der selbst hat in seinen Streams auch ziemlich oft gesagt, dass er einfach immer zurück nach Altschauerberg möchte, weil der sich dort einfach auskennt. Okay, kann man den nicht abschreiten, der kennt sich dort aus, ja? Der geht immer zurück zum Beck, dann schaut er ab und zu in der Schanze vorbei und dann reist er wieder nach Berlin für 44 Euro oder sowas. Aber ihr wisst, was ich meine. Und Portugal. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber in Portugal spricht man eigentlich kein Deutsch. Ne? Sowas, solche Sprachen wie, keine Ahnung, Spanisch und Portugiesisch sind dort relativ verbreitet. Englisch auch relativ. Und was kann Drachenlord nicht? Er kann kein Spanisch, er kann kaum Portugiesisch, er kann kein Englisch. Und Deutsch hat er manchmal auch seine Probleme. Und was will er jetzt in Portugal? Dort eine Fremdsprache lernen? Ha! LOL, Roffel, Roffel, Koptergus. Egal, ich mach weiter. Ach, im Übrigen, ja? Ich werde in Zukunft anders auftreten. Wenn ihr mich bis jetzt für arrogant gehalten habt, dann werde ich euch mal zeigen, was Arroganz wirklich bedeutet. Ich zeig euch jetzt mal, was eine Sache ist hier. Ihr seht, was ihr sehen wollt. Egal, ob ich gut oder böse bin. Ihr glaubt immer zu wissen, wer Rainer Winkler aka Drache ist. Doch ich zeige euch, dass ihr nicht die geringste Ahnung von meiner Persönlichkeit habt. Jetzt zeige ich euch, was ein echter Drache ist. Hast du jetzt schon Angst?
Ich hoffe, dass ich meine Fans, bestehend aus mich und Marion, nicht verliere. Aber den Kritikern und Hatern werde ich zeigen, dass mein Name nicht ohne Grund Drache ist! Ich bin ja so heftig! Drachen haben nahezu unendliche Geduld. Doch wen diese Geduld aufgebraucht ist, setzen sie nahezu alles um sich in Brand. Meine Fesseln haben schon vor einem Jahr angefangen zu brennen. Nun sind die Seile, die mich fesseln, nahezu vollständig verbrannt. Habt ihr schon Angst vorm Drachenlord? Ihr fragt mich immer, was ich in Zukunft geplant habe. Ich habe nichts geplant. Deswegen möchte ich auch nur nach Portugal auswandern. Ich bin gar nicht in der Lage, länger als ein paar Tage, maximal ein, zwei Wochen im Voraus zu planen, da Menschen, die glauben, ein Recht über mein Schicksal zu haben, das verhindern. Junge! Warte! Entschuldigung, aber ihre vermeintliche Macht, ihre Reichweite, ihr Einfluss ist nur gestohlen. Ich bin es, von dem sie sich alles stehlen. Und damit ist jetzt Schluss mit lustig. Ende Gelände, das war's. Wer mich unterstützen kann, ist mir willkommen. Also spendet mir gerne mal so 1000 Euro sollten reichen. Ihr könnt ein Zeichen setzen, wen ihr mich unterstützt, das ein Drache. Und damit jene, welche er dient, seine Fans und Anhängern, sich von so was Lächerlichem wie eine Übermacht nicht beugen tun. Ja. Die Kritiker und Hater sind mir vielleicht einer zu 1 zu 10.000 überlegen. Aber, Drachenfeuer ist heißer als die Hölle und kann nicht mehr als 1 Million auf einmal verbrennen. So, 1 Million Euro auf einmal verbrennen kann ich auf jeden Fall. Dazu kommt, dass ich nicht alleine bin. Hinter mir stehen noch meine Drachis. Drachis, vergesst nie, ihr seid mächtiger als jeder Hater. Ihr seid... die mir die Macht geben. Und ich bin es, der euch die Macht gibt. Glaub ich zumindest. Wer soll euch aufhalten? Wen ich hinter euch stehe, indem ich mich schützend vor euch stelle? Fragezeichen. Es ist an der Zeit, dass Stellung bezogen wird. Zieht die Schwerter. Nicht wortwörtlich natürlich. Ich werde euch boosten und eure Schwerter werden mit der Flamme des Drachen brennen. Und damit selbst das Eis vom Niflheim durchschneiden tun. Zusammen sind wir unaufhaltsam. Lasst uns zusammen die Gesamtheit beenden. Nicht durch reale Schlachten, Mobbing oder ähnlichem, sondern durch Verständnis. Aufdeckung derer, die uns versuchen zu unterdrücken und sie ins Licht zerren. Lasst uns alle Scheinwerfer auf jene richten, die sich an dem Leid anderer ergötzen. In diesem Sinne, euer Drache. Können wir mal darüber reden, was das hier für eine Kinderkacke ist, die er geschrieben hat? Ich muss mal kurz den Scheiß runterschlucken. Moment. Warte mal. Moment. So. Das war lecker. Okay. Also ich fasse diesen
diesen Sonderschultext mal zusammen. Sowas schreiben echt entweder nur übelste Sondis aus Bad Winsheim oder irgendwelche Kleinkinder aus der ersten Klasse, die sich denken, oh ja, damit beeindrucke ich jetzt allen und damit zeige ich es ihnen so richtig. Als erst plant der nach Portugal auszuwandern für 3 Wochen, 3 Monate oder sogar für immer. Wegen Moppelei oder was auch. Es geht nicht mal weiter so. Ihr habt genug Schaden angefordert oder was auch. Die Seele von Menschen und Leuten kaputt gemacht auch oder was auch so. Dann hat er irgendwie, ich glaube hier ungefähr ist bei dem eine Sicherung geplatzt und dann hält er seinen unglaublich verfickt kindischen Monolog. Er ist wieder in seiner Fantasiewelt unterwegs und denkt, er ist unbesiegt auf ewig, also wirklich der so, ihr müsst euch vorstellen, Rainer Winkler, wirklich so wie wir ihn kennen, also aktuell hat er wieder seinen kleinen Oberlippenschnurrbart und dann ist er komplett rasiert, also what the fuck, das sieht so, egal, dass er wirklich in dieser Form so Drachenflügel hat, dann schwebt er so über einem Bäcker und dann speit er die ganzen Hater wirklich zu Asche mit Feuer, die ja so heiß sein soll, dass die scheißer als die Höllenflammen sind oder sowas. Was soll ich dazu sagen, Alter? Es ist selbsterklärend lächerlich. Junge, wie viele Drachis hat er? Vor allem Drachis ist eigentlich meiner Meinung nach eher eine Beleidigung. Hier, Drachis. Ja, Drachis, erhebt euch. Wir sind so viel stärker als alle anderen. Wir sind so viel stärker als die ganzen Kackeder da draußen. Und dann bettelt er im Grunde hier wieder unterschwellig nach 700 Euro. Können wir mal darüber reden, was das hier für ein Käse ist? Aber wir haben ja den 1. April und wenn man Rainerle darauf anspricht, hier in seinem TikTok-Stream oder sowas, erstmal wirst du dafür sofort gekickt, aber egal, wenn der das in seinem Stream ansprechen sollte, ja, warum auch immer, weil dein Chat halt ständig gefragt wird von seinen ganz vielen und treuen Fans, ja, seine ganz, ganz treuen Fans, dann sagt er, ja, heute ist der 1. April, ne, da kann man ja sowas machen, ne, verschiedene keinen Spaß, ne, was habt ihr alle für Probleme, ne, Jungen, ne, geht ihr mal Leben suchen, ne. Es ist lächerlich. Es ist selbsterklärend peinlich. Aber hey, er ist ein erwachsener Mann, der ist bald 34 Jahre alt, bald in einem halben Jahr. Also kann er das ja auch machen. Denn er lebt ja sein Leben und er kann in seinem Leben ja machen, was er will. Okay, bin ich voll dabei. Das ist sein Leben, ja. Das ist sein Leben, kann er machen. Aber soll mir das deswegen jetzt gut heißen, was sie jetzt schreibt? Der kündigt hier an, einmal wieder. Der kündigt hier an, übelst arrogant zu sein, obwohl er nicht arrogant sein soll, angeblich nach seiner eigenen Aussage. Der ganze Text hier ist arrogant. Alles hier ist arrogant. Das sieht er aber nicht, weil der keine wirkliche Ahnung hat, was Arroganz überhaupt richtig ist. Der möchte in Zukunft ja anders auftreten und weil der ja nach seiner Meinung nie arrogant war oder so, nein Quatsch, nie, wird der uns jetzt mal zeigen, was richtige Arroganz wirklich bedeutet. Das kündigt er immer einmal im Jahr an und gefühlt jedes Jahr wirklich, kein Witz. Und was ändert sich? Es ändert sich überhaupt nichts an seinem Verhalten, der ist und bleibt gleich, weil er nun mal einfach arrogant ist. Tja. Und wir haben keine Ahnung, was er überhaupt für eine Persönlichkeit hat. Wir wissen es nicht. Wir kennen nur 2% von seinem Leben. Natürlich. Also ich kann es schon mal voraussagen. Wenn Drachen nur draußen am Bahnhof alleine steht, dann kommt ein einzelner kleiner Hater an, zieht mit der Kamera auf ihn und sagt, Herr Winkler! Rainer, ich will nochmal mit dir reden. Können wir nochmal sprechen, Rainer? Ich bin nicht auf deinem Grundstück. Ich bin runter. Ich will nochmal mit dir reden, Herr Winkler. Ich bin arbeitslos. Deswegen komme ich am Samstag! Dann fängt Drachenlord an rumzuschreien und wird handgreiflich. Ich kann euch das versprechen. Aber ich habe ja überhaupt keine Ahnung über seine Persönlichkeit, weil wir haben ja genau diesen Fall nicht die letzten 3 Wochen gesehen, wo er auf dem Bahnhof ständig richtig ausfallend wurde, ein Handy ins Gleisbett schmiss und andere Leute einfach am Bahnsteig einfach mal schlagen wollte und teilweise auch wirklich mal so richtig schlug in so einer Kampelei. Aber wir kennen Drachenlord überhaupt nicht. Wir wissen nicht, dass er impulsiv ist. Wir wissen nicht, dass er ein Aggressionsproblem hat. Wir wissen nicht, dass er vielleicht ein paar geistige Einschränkungen hat. Wir wissen nicht, dass er die ganze Zeit bei irgendwelchen Bärchen Sexschreibende tut. Aber das Sexschreibende macht er natürlich auch nur, um die ganzen Hater zu verarschen. Deswegen hat er auch nur seinen kleinen Maulwurf auf Pornhub hochgeladen und auf poppen.de. Da schreibt er auch die ganze Zeit nur irgendwelche alte Männer an und sagt, die sind ja so übelst geil und sowas, weil er die ganzen Hater ja nur trollen möchte.
Die ganzen Helder, die werden übrigens auch die ganze Zeit nur von Drachenlord getrollt, indem Drachenlord in seinem Ford Ranger damals zum Beispiel seine Taschenmuschi auf dem Nebensitz liegen gelassen hatte, sich auf Pornhub von hinten in der Dusche einen schwarzen Lümmel reinrenderte und Jahre später, also jetzt aktuell vor ein paar Monaten, von irgendeinem Typen den Lümmel lutschte. Ja, damit wurden die ganzen Helder so richtig hart verarscht. Oh Mann, wurde ich verarscht, wurdest du verarscht, wurde echt jeder verarscht. Wir wurden alle nur von einem Sondi aus Bad Windsorheim vorgeführt. Ja klar, tolles Trolling. Vor allem hat er damit richtig viel erreicht, wenn es echtes Trolling sein soll. Was erreicht er damit denn bitte? Gar nichts? Hä? Also, ey, nee, ey, das halte ich für ein Gerücht, ja? So, ich hoffe, ich habe damit meine Meinung gesagt. Ich glaube, ihr wisst jetzt alle, was ich von diesem kleinen Text hier halte. Der Text ist hochgradig peinlich und ich glaube, ihr wisst das. Ich hab euch lieb, Kuss auf Nuss, Medal of und bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis heute Abend im heutigen Stream am Samstag gegen 19, 20 Uhr möchte ich anfangen. Ich hab euch lieb, Kuss auf Nuss und Medal of. April, April! Was hast du da reingetan? Ich habe... You what? Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus.